Herzlich willkommen zu einem neuen Interview für die Demokratie-Webstadt, heute aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg. Zu Gast darf ich heute begrüßen Susanna Oellinger, die sich trotz Semesterferien die Zeit für uns heute genommen hat. Vielen Dank dafür. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Mein Name ist Susanna Oellinger. Ich bin 18 Jahre alt und gehe ins Europagymnasium in Baumgartenberg und bin diesjährige Bundesschulsprecherin. Das bedeutet die Vertretung aller 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler Österreichs. Als Landesschulsprecherin, Bundesschulsprecherin plus gleichzeitig Matura-Anwärterin bist du eine sehr beschäftigte junge Frau. Wie kriegst du das alles unter einem Hut, beziehungsweise wie geht es dir da dabei? Es sind sehr viele Aufgaben, aber mir macht das Ganze sehr viel Spaß und vor allem sehe ich auch sehr viel Sinn dahinter, weil Schülerinnen und Schüler einfach lauter junge Menschen sind, die in der Schule lernen und sich auf ihr Leben vorbereiten. Und da gibt es einfach Punkte, die nicht passen. Und da braucht es sich Leute, die sagen, okay, hey, da gehört was verändert. Als Bundesschulsprecherin bist du die Vertretung in Österreich für 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler. Was ist das für ein Gefühl? Was löst das bei dir aus? In Österreich ist das einzigartig. Es gibt nirgends sonst auf der Welt so ein Vertretungssystem wie in Österreich, dass wir junge Menschen auch wirklich sagen können, das ist unsere Meinung. Und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir da von den Schülerinnen und Schülern entgegengebracht worden ist. Was bedeutet Schule für dich grundsätzlich vielleicht? Jeder Mensch durchläuft irgendwann in seinem Leben auf eine Art und Weise unser Bildungssystem. Und in meinen Augen ist deswegen das Bildungssystem auch der Ort, wo man so viel machen kann bzw. verändern kann, was dann Auswirkungen auf die Gesellschaft später hat, auf Probleme, die es später gibt. Die letzten zwei Jahre waren ja sehr stark von der Corona-Pandemie geprägt. Wie sind da deine Eindrücke? Was hast du da so erlebt in dieser Zeit? Ich finde es wichtig, dass man sagt, dass die Jugend unglaublich viel geleistet hat in den letzten zwei Jahren, weil es wird oft vorgeworfen mit, ja, die Jugend will jetzt nichts mehr leisten, ihr seid die Partyjugend, ihr wollt euch nicht an die Corona-Maßnahmen halten. Und ich distanziere mich absolut von dem. Ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die täglich versuchen, das Beste herauszuholen. Eine Krise ist für niemanden leicht und genauso wenig leicht ist sie für die Jugend, wenn du von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Schule gehen kannst oder alles, was dir Halt und Struktur gibt, nicht mehr da ist. Aber die letzten zwei Jahre waren turbulent, aber auch unglaublich lehrreich, weil wenn man sich anschaut, wie viel Selbstständigkeit und Eigenständigkeit da auch von uns an den Tag gelegt worden ist, bis hin zu den Volksschulkindern, die zu Hause gesessen sind und sich selbst was gelernt haben. Also ich finde, das ist auch was, auf was man sehr stolz sein kann. Aber man darf nicht vergessen, dass jetzt trotzdem für diejenigen, die Hilfe brauchen, Unterstützung kommen muss. Das Thema Corona möchte ich kurz aufgreifen. Und zwar bist du angetreten unter anderem mit dem Ziel, psychische Gesundheit bei Schülerinnen und Schülern, dieses Thema zu stigmatisieren. Wie sind so deine Eindrücke, was hast du so erlebt diesbezüglich in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie? Ja, durch die Pandemie ist das Thema psychische Gesundheit eigentlich das erste Mal so richtig thematisiert worden. Und seitdem fehlt es immer noch an Entstigmatisierung und Enttabuisierung, aber Gott sei Dank ist durch die Pandemie überhaupt so weit gekommen, dass man darüber redet. Jede Schule hat einen Schulpsychologen oder Schulpsychologin, aber ganz viele SchülerInnen wissen davon einfach nicht Bescheid und da braucht es Aufklärungsarbeit, wann ist diese Person beispielsweise da, aber auch viel, viel mehr Thematisierung davon im Unterricht. Und wir sind im 21. Jahrhundert, ich glaube, das ist definitiv der Zeitpunkt, wo man auch gesellschaftlich so weit sein muss, dass man das respektiert, dass es Menschen nicht immer gut geht und dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen. Gibt es für dich vielleicht so eine Vorstellung von der idealen Schule, wie die ausschauen könnte im Vergleich zum aktuellen Schulsystem? Ja, in der idealen Schule, in meinen Augen, wird das Wort Individualität ganz, ganz groß geschrieben, weil jede Schülerin und jeder Schüler hat ganz individuelle Bedürfnisse, hat verschiedene Stärken, Schwächen, Talente, aber auch Interessen. Und es ist wichtig, dass in meinen Augen das Bildungssystem darauf eingeht. Und es ist ja jetzt schon toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben zur Förderung. Und es gibt alle möglichen Olympiaden, Wettbewerbe, Zusatzzertifikate, die wir während unserer Schullaufbahn machen können. Und das ist ein erster Schritt Richtung Individualität, aber das gehört halt noch viel mehr ausgebaut. Auch beispielsweise mit Lerntypen. Jede Schülerin und jeder Schüler lernt differenziert und man muss viel mehr darauf achten, okay, was sind die Bedürfnisse von der Person? Es lernt nicht jeder gleich. Zu deiner Tätigkeit als Bundesschulsprecherin vielleicht zurückzukommen. Gibt es einen speziellen Punkt oder eine spezielle Ausgangssituation in deinem Leben, wo du gemerkt hast, du möchtest dich für die Schule oder für das Schulsystem engagieren, speziell? Ja, ich war in der Unterstufe schon immer Klassensprecherin und habe irgendwie Gefallen daran gefunden, dass ich sage, okay, wenn was nicht passt,
was kann man daran ändern? Und in der Oberstufe bin ich dann eigentlich zufälligerweise in die Schülerinnenvertretung reingerutscht und habe mir dann gedacht, aber super cool, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass ich in meiner Schule und nicht nur für meine Klasse was verändert. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, das gibt es nicht nur auf Schulebene, sondern wirklich auch auf Landes- und Bundesebene. Und ich sehe einfach einen extremen Mehrwert darin, dass man an was arbeitet, nämlich am Schulsystem, was wirklich jeder und jeden irgendwo mal betrifft. Und weiß, okay, jeder Schritt, den ich mache oder jede Veränderung, ist sie noch so klein, hat einen positiven Mehrwert für irgendwem und somit bringt auch jede Arbeit was. Für unsere interessierten Zuseherinnen und Zuseher, die vielleicht jetzt auf den Geschmack gekommen sind, wie wird man Bundesschulsprecherin, wie kann man sich da bewerben zum Beispiel? Also grundsätzlich, jede Schule hat eine Schülerinnenvertretung bzw. eine Schulsprecherin oder einen Schulsprecher, wo man in der Oberstufe dafür kandidieren kann. Und das System läuft dann so weiter, dass jede Schulsprecherin und jeder Schulsprecher die Landesschülerinnenvertretung wählt und die dann die Bundesschülerinnenvertretung. Das heißt, das ist ein indirektes Wahlsystem. Und ich kann jeder und jeden, den die Vertretungsarbeit interessiert, ans Herzen legen. Wenn es jetzt gerade unter dem Schule ist, geht es zu eurer Schülerinnenvertretung. Die Personen sind immer offen für Hilfe, für Ideen, engagiert euch. Und das ist immer mein Appell als Bundesschulsprecherin. Es kann sich jeder und jeder jederzeit bei mir, aber auch bei der Bundesschülerinnenvertretung melden. Wir leben davon, dass Leute mit Ideen auf uns zukommen, auch mit Problemen, wenn sie sagen, okay, da gehört was verändert. Und wir das dann weitergeben können, weil natürlich wir versuchen, uns einen möglichst breiten Überblick über alle Bundesländer beispielsweise zu erhalten. Aber man wird nie jede einzelne Schülerin oder Schüler erreichen. Und da ist einfach auch wichtig, dass die Leute auf uns zukommen. Als Bundesschulsprecherin, neben der Aufgabe, der Tätigkeit, dass du mit Schülerinnen und Schülerinnen in Kontakt trittst, wie kann man sich sonst deine Aufgaben als Bundesschulsprecherin vorstellen? Ja, die Aufgabe als Bundesschulsprecherin ist sehr vielseitig. Einerseits, wie du gerade gesagt hast, dass ich mir die Meinungen der Schülerinnen und Schüler hole, dass ich aktiv dann auch schaue, wo gibt es Probleme, wo kann man was verändern. Dann ist aber der nächste Schritt, das auch an PolitikerInnen zu tragen, an EntscheidungsträgerInnen wie das Bildungsministerium, der Bildungsminister, aber auch Personen in der Regierung. Was auch wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit BildungspartnerInnen, wie zum Beispiel ElternvertreterInnen oder LehrervertreterInnen. Da haben wir auch immer einen regelmäßigen Austausch oder der Wirtschaftskammer für die BerufsschülerInnen. Und was auch natürlich Teil meiner Arbeit ist, ist Medienarbeit, das heißt die Anliegen der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Presse, gewissen Medien zu vertreten und zu sagen, was sind Punkte, die uns wichtig sind. Und ja, so entsteht schon ein kunterbunter Alltag von allen möglichen Sachen. Die Demokratie-Webstätte ist ja eine Plattform für Kinder und Jugendliche zu Themen der politischen Bildung. Was für einen Stellenwert hat dieses Thema politische Bildung im Schulsystem, beziehungsweise was hast du für eine Meinung dazu, was das für eine Wichtigkeit hat heutzutage? Definitiv hat das noch nicht den Stellenwert, den es haben sollte. In meinen Augen ist Demokratiebildung was, was unbedingt ausgebaut gehört, was irgendwann auch als eigenes Unterrichtsfach kommen sollte. Da gehören auch so banale Sachen dazu, wie fülle ich einen Wahlzettel aus. In Oberösterreich war vor kurzem Landtagswahl und ich war auch das erste Mal mit Wahlkreisen wählen und bin dann auch davor gesessen und war, okay, wo gehört da jetzt was hin? Einfach, weil ich es davor noch nie gesehen habe, weil es nirgends gezeigt wird. Und ich finde, dass ganz, ganz oft politische Bildung damit assoziiert wird, dass man in der Schule sitzt und die Parteiprogramme durchgeht, was überhaupt nicht stimmt. In der Schule musst du das gelehrt bekommen, dass ich mir dann ein Parteiprogramm anschauen kann und mir eine Meinung dazu bilden kann. Das heißt, in meinen Augen gehört da auch absolut die Meinungsbildung dazu, kritisch zu denken, zu hinterfragen, was sind das für ihre Quellen? Sind das sichere Quellen? Sind das Fake News? Und mich auch irgendwo zu einem eigenen, eigenständigen und selbstständig denkenden Menschen zu erziehen. Abschließend noch, gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die du unseren Zuseherinnen und Zusehern auf ihrem Weg mitgeben möchtest? In meiner Zeit als Bundesschulsprecherin und auch in der Vertretung habe ich gelernt, dass es wichtig ist, wenn man ein Anliegen hat oder wenn man ein Thema hat, dass man nicht aufgibt, daran zu arbeiten, dass man sich was sucht, wo ich es verändern kann und dass jede Idee eine gute Idee ist. Also man kann jede Idee irgendwo umsetzen und dass man sich von niemandem unterkriegen lassen soll und dass man wirklich seine Ziele nachgehen kann. Weil wenn es einem Spaß macht, schafft man es immer. Dann möchte ich mich nochmal recht herzlich für deine Zeit bedanken und wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg als Bundesschulsprecherin beziehungsweise auch generell auf deinem weiteren Weg und sage Dankeschön.
Danke dir. Dann möchte ich mich an dieser Stelle auch von unseren Zusehern und Zuseherinnen verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.